Dann mache ich das, versuche ich... Seil runter, wieder zum Einfassen, einfach hochstellen kannst. Ja. So einen Meter oder so. Ich lande irgendwie mit, ich denke mit einem Bein auf dem Bett, mit dem anderen werde ich dann auf den Rahmen steigen und dann mit dem Bein das auf dem Bett schon wieder rum und das dann kurz und knackig einfach ausglätten. Nochmal proben? Nö, reicht mir. Kurz und gleich wieder ausglätten und dann hier erst einmal hindurchspähen durch die Ecke. Nimm einfach den Diamantas-Token, der funktioniert. Oh ja. So, und dann schneide ich vorsichtig die Ecke auf. Muss natürlich auch seinen Sichtbereich ändern. Schwuppdiwupp. Okay, das hier ist eine Wand, ja? Genau. Dann, da es ein relativ enger Bereich ist, werde ich mich da hinein bewegen. Was genau sehe ich hier? Sind das Tische? Es sieht aus wie Tische. Ein Ankleidezimmer ist das. Also es sind große Schränke und darin findest du allerlei Gemächer, allerlei wertvolle, unglaublich bunt, unglaublich grazil, wertvollste Seide, auch irgendwelche nivesischen Anoraks, warum auch immer er das hat. Aber hier findest du alles, was irgendwie Harun braucht, sammelt, aber Ankleideraum. Ringe, Halsketten, verzierte Ringe, Dolche? Ja, natürlich. Dann lass ich mal die Finger lang werden. Also verzierte Dolche? Doch, ja, so Zierdolche, klar, mit Diamanten besetzt und sowas, das findest du ja auch. Okay, ich möchte einfach zufällig eine Handvoll Wertgegenstände hier rausgreifen. Können wir hinterher bestimmen, was genau das ist? Mach einfach 5W20. Oder so. 3, 4. Masken, Kopfbedeckungen sind da drin? Ja, ihr könnt Dinge im Gegenwert von 85 Dukaten finden. Also verschiedenste Dinge, hier ein Zierdolch mit Diamanten, da irgendwie Brokatgewand oder sowas. Das ist vielleicht ein bisschen unhandlich, aber das ist leicht. Kann man sich also gut in den Rucksack oder sowas stecken, wenn man einen dabei hätte. Ich denke tatsächlich, würde ich halt wirklich einfach einen Griff in die Schmuckschatulle machen. Irgendwelche Mohara-Masken. Und das dann in die Tasche stecken. Bevor ich etwas Dämliches tue, wie ist die Lichtsituation bestellt? Also ich nehme mal, von hier scheint Licht. Genau, das ist indirektes Licht von da einmal, von hier indirektes Licht und von hier indirektes Licht. Und diese Tür steht offen? Das ist auch wieder nur so ein, was soll das sein? Also hier ist so ein Badegemach. Die Badekammer, genau. Ich strecke durch den Kopf wieder hier durch. Signalisiere einmal nach oben, einen Moment. Und dann, wenn ich kurz hier rumhuschen. Das will das wenig. Hier geht eine Treppe runter, oder? Weil ich sehe hier die Treppe, aber ich sehe hier den Eingang. Oh, hier ist kein Treppeneingang. Dann lasse ich das. Oh, doch. Dann einmal kurz die Treppe runterspähen. Kommt von da Licht? Hört man von da Stimmen? Und wenn nein, einmal kurz runterlaufen, nach links, nach rechts schauen. So, Moment. Das ist die Treppe. Gott, das ist wieder kompliziert gebaut. Die führt in den ersten Stock. Hier hin. Torche nochmal. Von unten hörst du nichts. Dann gehe ich kurz hinab und schaue mal hier durchs Schlüsselloch. Ich suche immer noch etwas, das wie ein Arbeitszimmer aussieht. Es muss in der Nähe seiner Privatgemächer sein, nicht wahr? Hallo, was ist... Das sieht ja aus wie ein Klo. Nein, das ist ein Bett. Der Harem. Ja. Auch wertvoll, aber nicht zum Stehlen gut. Also wieder zurück. Also ganz kurzer Blick ins Erdgeschoss. Einfach dieselbe Treppe runter. Treppe runter, Moment. Von da aus kannst du leise Stimmengewirr hören. Dann horche ich nur kurz, um vielleicht abhören zu können, was die sagen. Küche, okay. Und dann wieder zurück zu den anderen. Ich packe dann auf dem Uhrlicht, immer nach oben auf dem Dach. Also. Ja, ich packe dann das Seil und lasse mich wieder hochziehen. Ja, einen Moment, ich würde vorher signalisieren, schaut unter das Bett. Ich schaue unter das Bett, in der Hoffnung, dass da keine Maraske wohnt. Nein, eine Maraske nicht. Aber? Was würdest du da erwarten, unter dem Bett zu finden? ein Tresor? Vielleicht ein Tresor, eine geladene Balestra? Ja, finde ich gut. Eine geladene Balestra. Balestrina. Zwei geladene Balestrinas. Okay, ich werde mir die nehmen und ganz vorsichtig... Und ein Ziersäbel mit Gift. Mhm. Ich werde mir die nehmen und ganz vorsichtig entspannen. Ich nehme an, die haben eine Kurbel. Ja. Ich kann halt einfach die Kurbel halten, den Auslöser drücken und dann die Kurbel von Hand zurück abwickeln. Mit einer Mechanikprobe, ja.
erinnere mich ja. Wie viele Ballestas hattest du schon in deiner Hand oder Ballestrinas? Ah, ich wollte gerade sagen mehrere, aber falscher Prior. Shit. Er sieht es bei mir sehen, aber zumindest. Aber dann würde ich auch gar nicht erst drauf kommen, es zu tun, denke ich. Anstatt er das an den Profi weitergibt. Denn ich habe Mechanik gar nicht. Ja, warte, also bist du auch im Zimmer oder nicht? Oder stehst du nach oben? Nö, wir sind noch nicht runtergeklettert. Achso. Wir stehen nach oben. Okay. Weißt du was? Ich reiche Ihnen die drei Dinge einfach nach oben. Was soll's? Also den Säbel und die zwei Ballestrina. Ja, komm. Wir sind sowieso auf maximal Destruktivität aus. Noch was könnte sie hinterher. Ihr habt den Affen getötet, jetzt gibt's sowieso keinen Weg mehr zurück. Das nimmt er persönlich. Darum geht's hier nicht. Der Affe hatte einen Namen. Der Affe heißt Jack. Und dann geht's wieder zurück nach oben. Jack. Kein Arbeitszimmer. Wohin jetzt? Was habt ihr gesehen in diesem anderen Zimmer? Und daneben, rechts davon. Ankleideräume, Badegemächer. Nee, rechts davon. Rechts vom Schlafzimmer. Ein Salon. Wir schauen nochmal runter. Also, wir sind vermutlich noch nicht oben, oder? Egal, also, wir haben das Seil. Also, wenn ihr die wollt, ihr könnt jetzt hier das Zimmer erstmal betreten und. Das Bett könnt ihr wieder machen, wenn ihr wollt. Ist halt schwierig, wenn man da wieder hoch will, ne? Weil der Letzte, der hoch will, der lässt das Bett dann eben zerknauscht zurück. Und dann ist es vermutlich sowieso klüger gewesen, jetzt nicht erst wieder hochzugehen, sondern nur denen die Dinger anzureichen. Kann man dann das Seil nicht oben festmachen und dann ans Seil ranspringen? Vielleicht ist nichts in der Nähe, wo du es festbinden kannst. Drei. Am Dach fest. Doch, wir machen das Seil am Dach fest. Und dann gehe ich hier rüber. Eins. Und hocke mich hinter das Sofa. Und schau mal hier rüber. Ach so, er deckt nicht auf. Moment, ich muss kurz die Armatur ziehen. Sich verstecken, Probe. Ich verstecke mein Bett. Ja, ich stehe da, wo mein Token ist. Und sobald ich meinen sehe, ja, ist okay. Dann für dich bleibt nur noch das Sofa. Ja. Du kannst in den nächsten Raum flüchten und du musst dich unter das Bett verstecken. Dann los, sich verstecken, Probe. Gar kein Problem. Diamantis würde ich einfach eine plus minus 0, Vexarius gebe ich eine minus 2 und Jalan gebe ich eine plus 2. Dann lass mich doch die 18 glücken. Stimmt, Glück hast du. Ja, Fex will es. 18 nochmal neu gewürfelt. Das ist ein nur Zeichen dafür, dass Fex es will. Ich habe keine Skrupel, Horun umzubringen. Dass wir uns darüber im Klaren sind. Ich will nicht. Oh Gott. Ich will nicht, aber ja. Es wäre ein Dienst an der Menschheit. Ja, er setzt sich wieder auf das Sofa und legt erstmal seine Beine hoch. Hey Rodriguez, wie spät ist es? Zweite Stunde durch. Gott, ich bin im Bett. Wenn er das dann sagt, dann drücke ich mich hier weiter hinter das Sofa zwischen die Wand. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich zwischenpasse, aber wenn ich hier in der Ecke bin, wird das dann vermutlich nicht so sehen. Ja. Auf die linke Seite des Betts, also nicht auf die rechte Seite. Okay, dann würfel mal eine Gewandheitsprobe. Er lässt sich mit all seinem Gewicht auf das Bett fallen, es ist halt groß, aber ich will eine Gewandheitsprobe von ihr haben. Kann ich das nicht vorher machen schon, bevor er ins Bett steigt? Du weißt ja nicht, er lässt sich genau in die Mitte fallen, so Gewandheitsprobe. Okay. 20. Du hast ein Chip. Das würde ich kein Chip mehr, auf jeden Fall. Ruf nochmal. 19. Oh, das ist marginal. Er haut sich mit seinem ganzen Gewicht auf das Bett und drückt dir dann wohl zwei Schadenspunkte drückt er dich nach unten. Und dann kannst du dich mit einem leichten Keuchen, kannst du dich dann zur Seite drehen und das war leise genug. Hoffst du zumindest. Ich nutze die Gunst der Stunde und schäle mich hier hinter diesen Topfpflanzen heraus und sehe mich mal um. Was tut Diamantis? Ja, ich habe da einmal rausgeschaut, sehe, wie Hurun sich da fallen lässt, drücke mich gegen die Wand und schaue mich dann im Raum um, wo ich ja noch nicht drin war. Er steht im Kleiderschrank. Erkenne das Ankleidezimmer und laufe dann. Ich starte eine finstere Maske eines Schamanen entgegen. Warum hat er die in seinem Kleiderschrank? Steht da oben auf dem Regal drauf. Eine Schamanenmaske? Wie groß ist die? Überkopf groß, also du würdest sagen, so vielleicht armlang. Wir werden Horun keinen Fiebertraum simulieren. Ich warne dich. Behindert die mich irgendwie, wenn ich die aufsetzen will? Auf alle Fälle. Ja, okay. Dann. Ich würfel mal auf Arroganz. Oder bei Kalum wäre jetzt ganz gut. Ja, aber wer hat denn sowas schon? Weiß ich nicht. Vexarius kann sich zumindest abrollen. Es gibt ein kurzes
Und dann kannst du entweder neben Diamantis oder neben Jalan auftauchen. Wie sind da die Lichtfelder? Ist das stockdunkel jetzt? Oder ist nee, hier auf dem Tisch stehen so ein großer Kerzenleuchter. Ja, ich mache einmal, du weißt schon, Daumen, Zeigefinger, Zunge und dann... Die tiefste Gangart und dann unter dem Bett hervorschleichen, also auf den Boden langkrabbeln. Mhm. Wohin? Zu Diamantis Richtung, oder zu Jalan? Richtung Sofa, hinter das Sofa. Also da, wo ich gerade noch gehockt habe. Dorthin. Was sehe ich? Ich kann leider nicht aufdecken und ich will das Diamantis nicht rumziehen. Danke. Da sieht den Schreibtisch aus. Ja. Dann drauf zu. Erst nochmal hier diese. Ist das diese Tür hier auch offen oder wieder so ein Vorhang? Das ist wieder so ein Perlenvorhang, genau. Dann einmal hier vorsichtig die Ecke aufschneiden. Warte. Hier ist viel zu riesig die Punkte. Nur um sicherzustellen, dass da gerade niemand drin hockt. Zurzeit nicht. Und dann erstmal den Schreibtisch durchwühlen. Vorsichtig. Also ich schaue erstmal, was drauf liegt. Ich würde die Rückseite des Schreibtisches durchsuchen. Abklopfen, nach Verstecken, nach Verstecken. Ja, erstmal gucken, erstmal optisch gucken, nur. Also ich schaue erstmal, was drauf liegt, ob überhaupt was drauf liegt. Nur Stift, Papier, alles leer und ein Anspitzer oder sowas, Kohlestift. Mhm. Briefpapier, wenn du die erste Schublade aufziehst. Was findet Vexavius? Was hast du noch geguckt? Ich habe die Rückseite erstmal optisch abgeguckt, dann gucke ich unter den Schreibtisch, guck unter die, da wo die Beine sind, zwischen Beinen. Unter dem Schreibtisch findest du genau. Einen Knopf als Diamant, also so ein Diamantknopf. Ich heb mal so eine Hand über den Schreibtisch rüber und deute mal mit einer Handzeichen nach unten. Ich gehe auch auf alle Viere und schaue da mal runter. Ein Diamant, der unter dem Schreibtisch angebracht ist. Und auf Attack, was Falle? Tut der? Er will auf Attack, was tut der wohl? Auslösen, Fragezeichen. Unsicherer Blick. Was müsst ihr würfeln? Fallen stellen? Oder Makanum? Habe ich nicht. ich wink ihn erstmal auf meine Seite. Schmuckstein, wie heißt das? Bernsteinkunde ist es nicht. Edelsteinkunde, ja, genau sowas. Bernschleifer Juwelier ist ein Handwerkstalent. Ist ableitbar auf Feinmechanik. Das ist ja schon die Ableitung. Ja, weder Feinmechanik noch Gesteinskunde. Ja, oder Makanum, sonst hilft es dir nicht. Ich winke ihn erstmal nochmal. Das ist eine gute Frage. Sekunde. Vexarius. Vajadano, mach keinen Scheiß. Ja, habe ich. 6. Ja, würfel mal. Das ist mal. Wäre schon plus Goldgier. Kann ich auch nochmal machen, um die Maske nicht mitzunehmen, weil eigentlich will ich die Maske. Also wart ihr auch schon mal erfolgreich. Der Affe ist tot, habt eine Maske und Diamanten. Dafür kann man sich schon mal belohnen. Gott, was da, 20? Keine Sorge. Nehmen die Maske mit. Doch, Sorge. Keine Sorge, beide. Du nimmst die Maske? Ja, ich nehme die Maske. Was klemmen sie mir unter Fixarius? Arm. Fixarius? Ich drehe mal an den Diamanten. Ja, du berührst ihn und augenblicklich kannst du ein rotes Leuchten erkennen und dann ein lautes Ich renne zu Horun. Horun ist wach. Ja, ich renne auf ihn zu, ziehe im Laufen das Kurzschwert und ramme es ihm in die Schulter. Geh in die Schulter? Oder irgendwo anders hin, wo es halt vermutlich nicht tödlich ist. Dummangriff, alright. Er ist kein schlafender Gegner, er liegt plus 3. Minus 3, Entschuldigung. Ich würfel einfach, ja? Ja. Okay. Das sieht gelungen aus. Dann darf er jetzt eine Konsti-Probe erschwerden, es müsste 4 sein machen. Ich mach kurz ein WDA auf. Ah, ich würfel mal eine Konsti-Probe mit Horun 18. Nicht geschafft. Dann fällt er sofort in einen Tiefschlaf. Okay. Ja, es ist trotzdem weiter laut und ihr könnt auch jetzt das Bellen der Hunde draußen hören. Direkt steht ein Affe im Raum und fängt an zu schreien. Und ihr könnt von unten lautes Gerufe hören und dann Treppen, die genommen werden. Ich renne zum Seil und springe ans Seil rein und zieh mich nach oben. Ja, ich höre irgendeine Bewegung im Schlafzimmer von Horun, laufe da erstmal hin, sehe, wenn beide da drin stehen, Horun hat ein Schwert in der Schulter, laufe ich mit in der einen Hand eine Balestrina und am anderen Amt die Maske geklemmt. Nee. Mm-mm. Du stehst immer noch und du läufst. Du siehst, wie du deinen Körper verlassen hast. Und du läufst weiter weg, aber du kannst deinen Körper nicht bewegen. Du hast die Maske unter deinem Arm geklemmt. Du hast sie zum Glück nicht aufgesetzt, aber
Du guckst dich an, du guckst zu Jalen, du guckst zu den anderen, sie können dir nicht helfen. Und du siehst, wie Leute jetzt gerade in den Raum rennen. Ich bin mir dazu schon zu der Matte gegangen, habe gesagt, lass das Ding los und die mitgezogen. Ja, kann ich versuchen, die Maske loszulassen? Oder ist sie an meiner Hand Ich will eigentlich die Maske nicht loslassen. Ja, dann, Jalan, dann greift dir Diamantis. Er ist bewegungslos. Nö. Wenn er es nicht loslässt, Planänderung. Vexarius, komm herbei, ich brauche deine Hilfe. Und dann ziehe ich einen Schwadenbeutel von der Hand und schmeiß ihn hier rein. Ich schau Seil an. Und so. dann steche ich den Typen ab. Nee, wir würfeln jetzt Initiative. Für mich Initiative, wir wissen bald, dass ich mehr habe. Ja, aber ich bewege alle anderen Wachen auch. Die müssen erstmal mit dem Schwadenbeutel klarkommen. Das ist okay. Was muss er gesagt haben? Aber ich bewege jetzt trotzdem alle Wachen. Sehe ich, was dieser merkwürdige Knarrenmensch macht? So. Vexarius, schaff Horun aufs Dach! Jetzt wird das eine Entführung. Objekt. Wir nehmen uns einfach mal dieses Initiativebrett. Kaion, nie wieder an Vexgeweihten an. Die Typen sind zu nichts zu gebrauchen. Oh hey, neues Initiativebrett. Nice. Das ist schon genauso alt wie alle anderen, nur ich habe das nie benutzt. Weil die Fläche zu klein ist? Nee, die Fläche ist genauso groß. Ich kann das ja groß und klein ziehen, wie ich will. Ja, ich meine im Verhältnis zum Aber da sind Regeln drauf, die wir... die wir nicht brauchen. Die wir nicht benutzen dürfen. So, dann Initiative bitte. Oh ja, richtig. Das Problem ist, dass man nicht alle Regeln zeigen darf. So, was habe ich jetzt hier eigentlich? 18, 21. Dann bin ich auf der 21. Horun hat keine Initiative mehr. Moment, das ist auf der 22. Wo ist Vexarius? Der 12, ich habe die Schnauze gezogen. Echt? Und Jalan? Ich bin auf der 18. Gut. Dann fangen wir an mit... du hast deinen Schwadenbeutel abgezogen und geschmissen. Kampfrunde 0. 12, Vexarius. Ja, gucke, was dieser merkwürdige Typ mit der Langbüchse da treibt. Ich hab gerade gesagt, Vexarius, also vermutlich aus freier Aktion, während dem Werfen Vexarius schaffe Runa aufs Dach. Ich ziehe den Typen die Hand, den Ding aus der Hand irgendwie. Schlag ihn auf Weckung, keine Ahnung. Die Maske meinst du? Genau. Ja, dann beweg dich doch erstmal bitte dahin. 8 okay. Meter Aktion, Position und dann möchtest du ihn angreifen, raufen und kannst ihm die Maske aus der Hand schlagen. Ist er erleichtert? Weil er nicht müsste erleichtert sein, weil er sich nicht verteidigt, um oder? Ja, um 8. 8 sogar, okay. Wird wohl gelingen. Gut, dann waren das deine Aktion. Gerade so. Wow, ich wollte gerade sagen, dann war das deine Aktion. Horun. Was sagen, Horun gibt einen Schicksalspunkt aus? Nee, Horun gibt keinen Schicksalspunkt aus. Warum auch? Auch nicht. Horun macht. Zum Glück haben wir ihn entwaffnet. Clever. Vexarius ist durch, 18 Jahre lang. Ich möchte vor den Typen ziehen. Du kannst nicht vorziehen, also du bist auf der 18, er ist auf der 23. Sieht er mich gerade? Steht er in einem Schwadenmörtel drin? Wie ist die Situation bei ihm? Der hast du jetzt geschmissen, das dauert, weiß nicht, eine Aktion, dann geht das los. Dann steche ich ihn ab. Ja, ich möchte... Ich ziehe... Habe ich jetzt eine Armbrust? Nee, die haben noch keine Armbrust. Der hat eine... Was hat er gezogen? Sein Schwert. Kurzschwert, Hausäbel. Ja, dann machst du eine Aktion Position an ihn heran, oder? Muss ich? Ja, musst du. Ja, ich müsste. Dann mach eine Aktion Position. Nee, Sturmangriff. Okay. Eine Aktion, einen Schritt nach hinten also, und dann Sturmangriff. Freie Aktion Waffe ziehen, Sturmangriff. Ja, ist okay. Gegenhalten. Easy, auf welche DK? N für ihn. Ja, muss ja. N. Gut, dann... Plus 4. Keine weiteren Dingsies. Sturmangriff plus 4. 7. Schafft er nicht. Er schafft nicht mal sein Gegenhalten. Nee, ich weiß. Ich überlege gerade, ob ich einen Schicksalspunkt benutze. Meine Gaze ist 8, Hälfte davon ist 4 plus 4, ist also Schaden plus 8. Ich habe keine Ansage reingelegt. Nee, du hast keinen Schicksalspunkt.
Meinst du, ich weiß nicht, meine Attacke wird auf 8 gesetzt. Wäre natürlich gut. Doch, weißt du was? Ich benutze meinen Schicksalspunkt. Warum habe ich nochmal Attacke gewürfelt? 10. Jetzt können wir mal gucken. Er schafft es, aber er gewinnt nicht. Er schafft, okay, dann macht er den halben Schaden, ne? Ja, genau. Gut. Und ich mach vorhin. Sorry, ich habe irgendwie einen Angriff plus 8 gewürfelt. Ignoriere das. Ich wollte natürlich Schaden würfeln. Ja, mach das. Denn das sind 20. Wirklich? Ja, das sind 20. Mhm. In die Patrone. In den Torso. Okay. Ich nehme an, das ist der Exitus. Er ist 8. Er ist 3, Entschuldigung. Er ist 3. Dann hast du 17 TP gemacht. Mhm. Ich würfel gerade nochmal eine Selbstbeherrschungsprobe. Sieht nicht so aus. Na, Schaden über Wunschwelle nie im Leben. Naja, so viel. Na gut, doch 10 oder sowas, ne? Richtig. 9. Wahrscheinlich 9, ja. Kann ich als freie Aktion den Affen treten? Nein, das ist keine freie Aktion, da weiß ich gleich. Lass mich, was hilft der Schaden? Kommt für mich rein. Also Hälfte du kommst 11. Achso, die Hälfte von 11. Ja, Hälfte von 11 sind 6, eine Rüstung ab sind 5. Warte mal. Ziehen wir erst die Rüstung ab? Ja. Ja, erst halbieren wir und dann erst halbieren dann Rüstung. 11 sind 12 sind 6, minus 1 sind 5. So, dann bekommst du 5. Ist schon eingetragen. Konstitutionsprobe, bitte. Vergiftet. Natürlich, wir sind hier bei Ruhun. Misslungen. Ja, sowieso eine Konstitutionsprobe plus 2. Dann bekommst du einen W3 jetzt. Okay. Vermutlich Miesop-Vipern-Gift oder so. 1. Genau. Und den nächsten... Jetzt habe ich mir einen dazugegeben. Nein, jetzt habe ich 3000 Lebenspunkte. Den nächsten bekommst du später auch nochmal. Also, tickt jetzt erstmal das Gift durch. So, das war dein Sturmangriff. Ja. Du stehst an ihm dran. Er hat seinen Passierschlag... Also, Passierschlag war es ja gar nicht. Er ist... Gegenhalten. Ich mache ihn nochmal auf 3 Wunden. Er ist nicht tot. Ja, aber sterbend. Ja, er ist halt... Also, er kriegt ja noch Bonusschaden aus der... Er ist aus dem Kampf raus. So, Affe macht eine Aktion, Sprungangriff, Biss. Okay. 17, nicht getroffen. Dann die anderen bewegen sich. Stehen vor einer Nebelwand. Wie mutig sind sie wirklich? Naja, der geht hier jetzt erst auf, aber... Na gut, dann geht er bis dahin. Und von der anderen Seite hört er nur ein schreckliches Schreien, wie jemand gerade ermordet wird. Moment. Zieh sie mal auf das nächste Stockwerk. Oh, da sind noch mehr. Da sind auch noch mehr. Und dann bin ich mit meinen Wachen, glaube ich, fertig. Dann ist Diamantis. Du merkst, wie dein Geist zurück in deinen Körper gerissen wirst und dir sämtliche Luft aus den Lungen gedrückt wird. Zum Glück kannst du dich wieder bewegen. Ja, ich brauche mindestens eine Aktion, um mich umzuschauen, mich einmal kurz zu fassen. Was passiert aus meinen frei aufgerissenen Augen? Schaue ich Vexarius an. Und dann zweite Aktion, freie Aktion, wir müssen hier raus. Und dann eine Aktion Position. Auf das Bett. Um zum Bett zu kommen, ja genau. Ich stelle mich auf neben Hurun drauf. Ja, kannst du auch in deinen Bauch springen oder so, aber nein, machen wir nicht. Gut, dann nächste Kampfrunde. 12 Hexarius. Möchte vorziehen. Ich möchte mich hinter diesen Schreibtisch bewegen, das sind 2 Aktionenpositionen, und mich da verstecken, wenn das geht. Warte mal, wir machen jetzt erstmal Schwadenbeutel. Das ist ein kleiner Schwadenbeutel, ne? Lass mich das WDH aufmachen, du hast recht, ich weiß selber nicht, was genau der zieht. Das ist jetzt nämlich schon relevant, wie groß das ist. Das ist halt keine große Dunkelheit, ne? Das ist halt... So eine Rauchwolke. Die kombiniert sich halt mit der Dunkelheit hier. Ein dichter, grauer Qualm, regeltechnisch wie Dunkelheit mit minus 5, minus 5, kann das Gebiet von etwa 3 Schritt Radius. Okay, 3 Schritt, also schauen wir mal, wie groß das ist. Habe ich in die Tür geschmissen? Wo ist eigentlich die Tür? Hier ist die Tür, ne? Ach, da in die Tür hast du reingeschmissen? Vermutlich. Ich meine, ich wusste ja, wo sie herkam, ich habe auf die engste Stelle gezielt. Ist das Logischste, was man tut, oder? Gut. Der andere war aber schon im Raum drin. Dann möchtest du dich dahin dann bewegen? Okay, stopp, dann nicht. Dann hat sich die Situation ja gerade geändert. Ja, du hast doch eben gesagt, an die Tür. Er stand schon im Raum drin. Ja klar, aber wir waren ja beide irgendwie der Ansicht. Lass mich kurz die Situation erklären. Wir waren beide der Ansicht, die Wolke wäre hier. Entsprechend dachte ich nicht, dass er mich sehen könnte. Entsprechend renne ich auch nicht, wenn er mich sehen kann. Dann kann ich ihn nicht verstecken. Ja, los. Machen wir noch einen Sturmangriff. Noch einen.
Ich lasse ihn auch gerne kommen, ne? Was? Ich lasse ihn kommen. Nee, was heißt, du musst jetzt handeln. Ja, siehst du, also Sturmangriff, komm. Du musst jetzt handeln. So, erstmal kriegst du einen Passierbiss. Eins. Und dann trifft er mich. 13. Nicht bestätigt. Nicht bestätigt. Also machen wir Bissschaden. Was macht denn so ein Affe an Bissschaden? Ich hab das. Haben wir 6 minus 1? Kleines Wesen, so wenig auch sagen. 1W3 Schaden macht er. 1W3. Ja. 1W3, 4 macht 2. 2. Minus 1 Rüstung sind 1 Schaden. Und dann, ja, greife ich ihn stumm an. Keine Ansage. Ist geschafft. Ja. Dann pariere ich das einfach erstmal.